Moin Moin, es folgt euch nochmal ein kleiner Streaming-Ausschnitt und zwar mit dem Deck, das wir letztes Mal schon gesehen haben in der letzten Folge. Wenn ihr nicht gesehen habt, ist die jetzt hier oben verlinkt. Und wir spielen Gilden Elf mit der gleichen Deckliste wie letztes Mal. Wir können sie nochmal kurz gucken und anhalten. Viel Würde Spaß. ich mal sagen, schön nochmal eine Runde mit dem Deck. Knack, knack, knack. Autsch. Ich habe halt so ziemlich mit dem Anfang der Season angefangen. Also vor 2 Wochen ist ja, ja eine Woche in der Season drin, ne? Und ich habe halt leider. Ich habe leider am Anfang sehr viel. Ich hatte sehr viel Scraps, weil ich. Nochmal ein Elfgrad. Ich hatte sehr viel Scraps, weil ich am Not your Anfang lucky halt. day. Weil ich früher schon mal gern gespielt habe und die ganzen Karten eingeschmolzen wurden. Also ich hatte irgendwie 25.000 Scraps oder so, knapp. Und. Mäuser schon mal sehr gut. Und Galeniev auch. Hat mir aber nicht so viel gebracht, weil ich davon die Hälfte bestimmt für irgendwelchen Müll ausgegeben habe, den ich gar nicht brauchte. Schiff wäre noch cool. Oh, Krähenmutter. Alter. Und das ist das Schiff. Sehr gut. So, Schiffchen, dann den Korsar. Er hat auch die Buffer, ja. Kann sein, dass er Soldaten spielt, ne? Nilfgaard Soldaten, macht man das wieder? Was war das nicht? Ein bisschen out? Oder irre ich mich da? Ah, die Bitrate tanzt mal wieder, ne? Ich liebe 1 und 1. Ich hoffe, nicht später PS4. Ja, eben. Das ist eben das mit den Scraps, ist halt geil, Mann. Ich habe von Leuten gehört, die hatten dann 100.000. Ne? Ich habe halt in der Beta quest nicht gespielt. Ich habe 2, 3 Runden, 2, 3 Tage vielleicht gespielt, ein bisschen. Boah, das ist ja frech, ne? Das ist ja frech, was er hier gerade macht. Na gut, das ist kein Weltuntergang. Macht der Korsar jetzt Sinn? Eigentlich nicht mehr Krähen oder was? Was soll der Geist? Kann aber das jetzt nicht weghauen. Die ist ganz schön gut, oder? 6 Runden bluten. Ist gut. Kannte ich gar nicht. Ich guck mal kurz ein bisschen dumm zur Seite, weil ich meine Bitrate im Auge behalten möchte. Ich finde es auch geil, dass ich den auf 4000 limitiere und der gerade mit 4800 Kilobits läuft, ne? Das ist schön. Gott, das ist auf 4,5 limitiert. So, das und das. Ich habe ihm einen geschenkt, weil ich den nicht brauchte. Ja, verstehe. Ich habe es tatsächlich erst wieder angefangen zu spielen, als es dann für Android rauskam vor einer kurzen Zeit. Nehmen wir das und schießen die beiden hoch. Mir bringt halt auch Mäuser gerade noch nicht so viel. Ich könnte ihn halt wegdrücken, das sind 6 Punkte. Und aber ich habe so viel mehr Punkte auf dem Feld liegen. Ist mir jetzt relativ egal. Vielleicht passt er auch. Könnte auch sein. Kann ich mir vorstellen. Jetzt wird er wieder steady. Ich verstehe das nicht. Komisch. Gift. Aber auch was? Auf die, okay. Ich muss Meister trotzdem ausspielen, ich will ihn auf dem Friedhof haben. Die Gaskopien absolut, gibt ihm noch eine Blutung mit. Hat auf jeden Fall gute Punkte gekostet. Und ich habe es dann auch tatsächlich ein paar Tage nur auf Android gespielt. Mit Streaming angefangen habe ich letzte Woche, glaube ich. Deswegen nochmal danke für die ganzen Zuschauer, freut mich sehr. Ich meine, gestern hatten wir einen durchschnittlichen Zuschauer von 13. Durchschnittlich, nicht Peak. Peak waren über 20. Das war sehr nett. Hat mich sehr gefreut. Und ja, so, machen wir die ruhig weg, das ist völlig in Ordnung. Ich könnte ihn jetzt einfach ausschalten, indem ich den einfach nach vorne move mit Hammond, aber das ist ein bisschen weggeworfen, ne? Ne, ich mach das. Dadurch wird er, glaube ich, passen. Dadurch wird er, glaube ich, passen, also das wird er jetzt nicht mehr aufholen können, denke ich. Er müsste halt 15 Punkte überbieten. Und sonst könnte ich einfach passen. Und ich habe halt noch fürstlicher Erlass auf der Hand, ich habe Wildschweine See. Oh, erstmal ein bisschen taunten. Er passt. War abzusehen. Ich passe auch mal. Gib ihm die Runde. Also gib mir die Runde, besser gesagt. Meine Frau ist okay. Die Monarchie ist mehr als okay. Und Creme ist. Ja, wundervoll. Was brauchen wir noch aus dem Deck? Ein Morgwag wäre geil und die wäre auch nicht schlecht.
Also wir rerollen mal nochmal ein Mühe. Ein Bärchen. Scheiße. Ah. Die hätte ich nicht ziehen dürfen, Mann. Verdammt. Die hätte ich nicht ziehen dürfen. Ah, shit. Dann passe ich. Dann passe ich einfach direkt. Die muss wieder ins Deck, sonst funktioniert das mit Gady Nave nicht so, wie ich mir sage, wie ich das gerne haben möchte. Das kann ich nicht zulassen, dass das passiert. Verdammte Scheiße. Ärgerlich. Ärgerlich. War ein bisschen dumm. Aber okay. Ja, notfalls, ich habe halt den Morpher, kann ich auch noch mit für Sicherheit aus dem Deck ziehen. Aber die ist halt auch gut, ne? Die bringt mir 8 Punkte. Ich, lol. Gut. Das war gut. Muss ich ihm lassen. Und die Karte wird er jetzt hier nicht verbessert. Welch unangenehme Sache. Welch unangenehme Sache. Jetzt ziehe ich die zweite davon auch noch. Ist das ein Witz oder was? So, geh weg. Hauptsache, kann ich behalten. Den Corsair auch. Okay, so ist in Ordnung. Nicht optimal, aber ist in Ordnung. Er muss anfangen, also kann ich auch mit dem Corsair direkt starten. Nächste Runde Raubtorte. Schmeckt. Mal schauen, was er spielt. Vielleicht muss ich das auch direkt töten. Aber das ist alles safe. Ich kann immer noch eine Karte wiederbeleben, kann die Krähenmodi noch holen. Er hat schon die Hälfte seiner Anführerfähigkeit benutzt. Das ist alles. Das sieht alles noch ganz gut aus. Das sehe ich mal ganz entspannt. Ich bin gespannt, was er jetzt raushaut. Könnte ja theoretisch alles kommen. Ich wusste gar nicht, dass es Gwent auf der PS4 auch gibt. Ah, macht ja Sinn, ne? Ja, perfekt. Perfekt! Ah, oh, schön, Mann. Schön. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist verdammt perfekt, Mann. So, hier ist mein. Hier hast du eine schmakelige Blutung. Dann kann ich nichts ohne die spielen, auch in Rüstung und dann gibt es danach lebenden Hieb und dann ist die einfach weg. Schön. Juhu, 3 Stunden online. Nice. Hat sich meine Stimme gerade voll überschlagen. Aber das macht ja nichts. Ich kann ja einfach ein bisschen leiser reden und ganz nah ans Mikro rankommen. Das ist auch schlecht. Kann ich gegen die was machen? Ja, klar, ich kann die später runter am Morg wagen. Das ist easy. Ich lasse immer noch ein paar Karten ausspielen, ist alles gut. Cooles Artwork. Okay. Das kann ich eigentlich nicht passieren lassen, aber ich kann es nicht ändern gerade. Mache ich das jetzt schon? Ja. Na, ist mal klar. Jetzt reaktiviert er die. Eine teure Pferderasse, Alter? Keine Ahnung. Trakena? Wie heißen denn die noch? Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Ach, Haltekina oder so? Das ist, glaube ich, die teuerste Pferderasse der Welt. Er hat ziemlich gute Karten. Das muss ich ihm tatsächlich lassen. Das ist ein bisschen unangenehm, was da gerade passiert. Aber kein Weltuntergang. Ich hätte jetzt mal Geld in die Frau sauen. Warte. Jetzt kriegst du nochmal eine Blutung und einen Schaden. Must
Wir nehmen Gaiden Elf. So, dann machen wir das hier. Moisek. Moisek kommt hier hin. Freyas Segen. Die Vögel kommen dahin. Freyas Segen holt. Na, gute Frage. Ah, ich muss sie wieder nehmen, sonst trigger ich das nicht komplett. Das und mal Dröme triggert. Beziehungsweise nimmt den. Es ist schlecht. Ich meine, ich kann den läutern, dann komme ich an ihm vorbei. Das ist gar kein Thema, ne? Das ist innerhalb von einem Zug. Aber ich hätte halt für Morgwag gerne ein paar mehr Ziele gerne nur ein Ziel gehabt. Und der pusht sich halt auch böse nach oben, ne? Aber gut. Müssen wir mal schauen. Ich werde ihn gleich auch mal läutern in der nächsten Runde, dann sehen wir weiter. Das ist eine gute Karte, ne? Also gegen sowas wie mein Deck hier ist, die wirklich gut. Mhm. Ach komm schon, Kollege, das ist ja jetzt. Das schaffe ich nicht. Das kriege ich, glaube ich, tatsächlich nicht gebacken. Das werde ich nicht hinbekommen, denke ich mal. Der wird zu hoch pushen können mit dem. Wobei ich den halt komme, den kriege ich halt auf 5 wieder runter. Das sind immerhin 16 Punkte. Das ist relativ viel. Aber der kann halt den einfach hoch pushen gleich oder den. Völlig egal. Und den einzigen Punkt, wo ich die Druiden nutzen kann, ist halt. Ist halt der hier. Das ist immer ein Langschiff. Na, was wirft er ab? Ach ne, er muss sie zurückmischen, oder? Er muss sie zurückmischen. Okay, wir geben dem eine Blutung. Oder dem eine Blutung. Spiele ich die. Heil das Schiff. Gib dem Schaden. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Soweit. Also ich sehe das noch. Also der ist noch nicht komplett verloren, aber wird auf jeden Fall schwierig. Das sind dann nochmal 8 Punkte, die er mehr hat, ne? Schwierig. Kann ich wiederbeleben. Korsan vielleicht. Ja, ich kann nur Korsan wiederbeleben. Das Schiff macht keinen Sinn mehr. Na? Das wäre ja dann ganz schön lange am Überlegen. Also, ich habe schon meine reingespielt. Vergift eine Einheit. Ist nicht so schlimm. Ich kann ja notfalls mit Dings immer wieder läutern. Aber mit, oh ne, er sagt ja, okay, alles gut. Dann ist nicht so dramatisch. So, du kriegst Schaden. Du blutest. Das Schiff kommt dahin. Easy. Ich nächste Runde eine Blutung verteilen, kann noch ein Schiff rufen oder den Korsan, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich den Korsan, bezahlen wir Blutung. Dann muss ich Morgwag spielen in der letzten Runde Wildschwein, dann muss ich hoffen, dass es gereicht hat, ne? Könnte aber knapp werden, denke ich. Vor allem, weil der hier einfach nochmal 8 Punkte hat. Der hat jetzt dreimal seine komplette Anführerfähigkeit ausgenutzt, weil ich gegen die nichts machen konnte. Weil ich halt keinen Damage mehr auf der Hand hatte und im Deck ist halt auch nur noch einer. Aber der Morgwag freut sich auf jeden Fall. Was kann der noch haben? Ne? Was kann der noch haben? Die Karte, die eine Einheit mit einem Statuseffekt zerstört, den Morlehem-Typen da. Möglich. Kann er mir 10 Punkte mitnehmen. Beziehungsweise kann er nicht. Wenn er den jetzt nicht ausspielt, läutere ich einfach gleich meinen. Oh, shit.
Natürlich hat er die Kurate jetzt verwendet. Unangenehm. Egal. So, Blutung für dich und... Nein. Ja, ich hol den Korsar wieder. Auf den, völlig egal eigentlich. Geben wir nochmal einen Damage. Ja, mehr kann ich nicht machen. Der hat sich leider auch schon sehr gut hochgebufft, ne? Mit 13 ist schon ein Gamer. Natürlich ist das erste Ziel für einen Morgwag. Ganz, ganz klar. Also ich hätte, das sind auch die einzigen beiden Karten, die ich jetzt auf der Hand haben wollte, ne? Das, also wenn das damit nicht reicht, dann hätte das halt auch nicht gereicht. Außer ich hätte das vielleicht ein bisschen kluger spielen können. Weiß man immer nicht. Was bestimmt so ist. Was überlegt denn der so lange? Das ist interessant. Ach komm schon. Der hat einfach eine Yennefer auf der Hand. Das ist ja unangenehm. Der ist eh gleich runter, ich schieße trotzdem auf den. Jetzt kommt Morgwag. Okay, das hat sich auf jeden Fall gerechnet. Ist noch drin. Ich würde sagen, das ist noch drin mit dem Wildschwein der See. Kommt auf einmal, was er jetzt hat auf der Hand. Er müsste mir schon echt gut Schaden machen, damit er das noch aushalten kann. Wie viel Damage mache ich ihm? 8 Schaden, 10 Schaden, 13, wenn ich mich nicht ganz täusche. 14 mit der Einblutung, beziehungsweise 16 dann. Wenn wir die alle drei Blutungen mit reinrechnen. 16 Damage kriegt er, 4 Punkte krieg ich. Also quasi 8 Damage kriegt er. Oder 7, ne? Wenn man das überlegt, dass er die ja noch bufft. Er macht es leider klug. Er macht es leider klug. Ja, er macht es leider klug. Okay, das hat aber nicht gereicht. Der kommt wieder auf Rot zurück. Ich propose, wir präsentieren ihnen 2 scabbardless swords. Ja, gut. Das sind halt 4 Punkte, ne? Und die ist angeschlagen. So, den kann ich auch wieder anschlagen. Geb dem Blutung, geb... Das ist ja nicht völlig egal, was ich hier läuter, ne? Geb dem eine Blutung. Und spiel Wildschwein der See aus. Reicht. Tatsächlich hat's gereicht. Schön. Freut mich. Easy. Ist easy sagen, herabsetzend. Ich hab mal gehört, dass es herabsetzend. So, wir haben das Twist-Mosaik fertig. Okay. Ach ja. Ja, bleibt noch eine Runde, würde ich sagen, ne? Eine geht noch. Triss Avatar abgeholt. Schön. Ist auf die Reise. Und noch weit von dem nächsten weg. Ich kann auch nachher mal ein paar Karten ausmisten, ne? Wenn wir gerade ein paar zu viele tatsächlich. Also ein paar doppelt. Ja, eine Runde geht, den F geht noch. Das Deck macht verdammt Spaß, Mann. Das macht verdammt Spaß. Das ist wirklich gut. Ich muss mal gucken, wo ich meine Füße hier hinstelle. Hier unten steht noch ein Gitarren-Effektpedal. Und halt ein Kasten, wo jede Menge Kabel drin sind. Also ein schmaler Karton, wo ich die ganzen Kabel, die hier alle rumflogen, von meinem Rechner reingepackt habe. Weil das ist ja nun mal bekannt, ne? Wenn du halt einen PC anbaust, am Anfang sind die Kabel alle schön in einer Reihe und dann berührst du eigentlich nichts davon und plötzlich ist alles ein verdammtes Wirrwarr. So, wenn wir die Runde gewinnen, dann komme ich auf jeden Fall, nochmal gegen Nilfgaard, dann kommen wir auf jeden Fall in die, in Rang 5. Und das wäre ziemlich cool. Das ist eine gute Starthand, das ist eine verdammt gute Starthand. Ich kann da fast gar nichts von tauschen, ne? Das Schiff kann ich vielleicht tauschen. Oh! Das ist verdammt gut, Mann. Das lassen wir so. Da will ich nichts Neues ziehen. Wir haben super viel Removal-Kram auf der Hand. Ich hab die Krähenfrau, die Krähenmutti. Ich hab Moisek. Ich hab Hammond. Ich hab auch jetzt schon Gadenhave, will ich natürlich nicht benutzen werde, aber.
Bei meinem Glück ziehe ich die nachher nicht mehr, wenn ich jetzt die weggepackt hätte. Ich kenne das ja. Mal schauen, was er mir gibt. Eine durstige Dame. Die ist ja nicht so lange da gewesen, ne? Die ist doof. Die ist doof. Wenn er mit Gift anfängt und so, ja, habe ich ungerne. Und da ich ja noch einmal Removal hab und die ja jetzt 4 Leben hatte. Mata Hori. Kriegt, glaube ich, einen Bären, ne? Leben naiv, nehme ich. Gar kein Problem. So, jetzt guckt das. Nee, nein, wir spielen erst den Korsar aus. Der Korsar vergibt Blutung. Nächste Runde kommt das Schiff und dann kommt der Korsar nochmal. So läuft das nämlich hier. Ich mir jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, einen Schaden mit gekauft. Oh. Oh, oh, oh. Wie frech. Ja, ich. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Wir hatten halt mindestens 6 Punkte, wenn er das Szenario durchspielt. Und der wird es ja wohl durchspielen, sonst hat er kaum ausgespielt. Wäre das das erste Nilfgaard-Deck, das sich sein Szenario wiederholt? Ne? Hatten wir heute, glaube ich, noch nicht. Würde aber mal Zeit werden. Völlig in Ordnung. Das ist alles kein Drama. Trotzdem spiele ich jetzt ein Kreidlangschiff. Oder ich spiele die Krähenmutter, um ihm einfach gar kein Target zu geben. Das ist gar nicht so doof wie ich spiele die Krähenmutter. Und wenn er die vergiftet, soll er halt machen. Die kommt halt wieder, ne? Wenn ich Gigaskopien absolut abspielen. Ausspielen. Abspielen, ja. Über mein Turmbandgerät. Ob mich mit jemand gestört hat, was ich nicht gehört habe. Oh ja. Und zwar 1, 2, 3, 4 Menschen. Tja, die müssen wohl leider warten. Wie lange er überlegt. Weil eine Krähe zu vergiften ist halt scheiße, ne? Das kann ich nachvollziehen. Da würde mich auch ein bisschen aufregen. Zu blockieren bringt halt auch nichts, ne? Oh mein Gott, er hat den Bombenträger raus! Das ist ja perfekt, man. Besser könnte es halt nicht laufen. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich, ey. Oh, ich hätte das Mäusek-Play. Ich könnte das Mäusek-Play machen. Ich meine, der muss halt eh weg, ne? Machen wir, glaube ich. Ich spiele Mäusek. Einmal Freyas Segen, bitte. Dankeschön, die Mondkosa dahin und du bist Verblutung. Schmeckt. Kann ich mir nächstes Mal ein Schiff ausspielen, dann ist er wieder bei 0 Downtime und ich kann dann direkt nochmal Bluten verteilen. Ist eine gute Sache. Meister ist halt wirklich gut, ne? Ist okay dann mit denen. War's auch okay. Kann er ruhig machen. Und welchen killst du mir jetzt? Tatsächlich die Krähen, oder? Okay. Wenn du meinst, dass es eine gute Idee ist, dann mach dann mal ruhig. So, ich buff die. Das Ding ist, wenn ich die Karte ausspiele, kommt die Krähenmutter halt instant wieder aufs Feld, ne? Brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht in der Runde, wenn ich ehrlich bin. Also, machen wir mal einen entspannten draus, ne? Wenn du mir jetzt einen richtigen Gefallen tun willst, spielst du eine Karte, die 6 Leben hat. Hier. Keine 6. Aber keine Adlige. So. Das ist genau, was ich will. Ne? Schön ihm die Karten aus der Hand ziehen. Ich werde auch das Wildschwein der See opfern, wenn ich das muss. Aber das klärt halt den Win definitiv in der Runde. Und ich würde die halt gerne mitnehmen. Ich hab schon zu gute Karten auf der Hand. Und ich meine, das sind Hammond, das sind allein schon 10 Punkte. Mit Hammond sind es 12 und mit Wildschwein der See sind es halt. Keine Ahnung, 15? Knappe, 15? Also das ist schon mehr als gewinnbar. Ich meine, er zögert ja auch ganz so weit, aber passend ist halt auch doof, ne? Weil mit Even Cards... Vor allem, er schafft es halt nicht mal. Und das trotzdem Gift-Tiny. Okay.
Okay, dann werde ich jetzt gleich weghauen und dann kommt die einfach direkt wieder. Ah, ist das herrlich, ey. Ist das herrlich. Aber, vier Schaden, Mann. Ich brauch's halt nicht. Ich brauch's halt eigentlich nicht mehr. Ich spiel einfach Hammond aus. Beweg den in eine andere Reihe, damit er ein bisschen Schaden kriegt. Völlig in Ordnung. Dann, ich sag euch das, dann spiele ich nächste Runde. Oder er passt einfach direkt. Ja, perfekt. Gut, dankeschön. Und ich krieg die Runde sogar geschenkt, ohne eine Karte auszuspielen, weil er blutet. Da war Hammond die beste Wahl. Schön. Schön, schön. So, nehmen wir. Ja. Das Morgwag. Raubflotte. Okay, der wäre jetzt nicht so geil. Bärchen, ich brauche. Oh, für sich alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist eigentlich. Ich habe auf dem, was ich brauche, ne? Wird nicht neu gezogen. Ich kann nichts ausspielen, ich muss passen. Also, ich kann ihm keinen Morgwag oder einen Wildschwein der See einfach so ausspielen, sorry. Das mit Maskenball macht überhaupt nichts. Das macht überhaupt nichts. Das macht überhaupt nichts, weil Gift ist halt. Die höchste Einheit, die ich auf dem Feld habe, hat vielleicht 10 Punkte, ne? Da ist Gift tatsächlich nicht so geil. Das war gut gezogen eigentlich. Lassen wir so. Und ein Grimms kann ich mir halt immer noch rufen, ne? Ist auch die einzige Einheit, die Sinn macht zu rufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und er hat einen Bombenträger einfach ausgespielt, das heißt, ich kann Gildenelf ausspielen und komplett happy mit meinem Leben sein. Absolut perfekt, ey. Wir fangen mit dem Schiff an, desto trotz. Beziehungsweise wir fangen mit dem Schiff an. Das Schiff brauche ich nachher noch. Maskenball. Mal abzusehen. Kann er mir gerne auch vergiften, das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich aber Dings weggeworfen, fällt mir gerade auf, ne? Raubhörde. Naja. Oha. So, den Leut haben wir gleich. Den Leut haben wir gleich, das ist ja kein Thema. Ich kann ja auch Morgwerken. Wäre auch eine Option. Ne, der wird geläutert, ne? Ich finde den läutern wir. Und er hat halt schon wieder ein Gift weggeworfen, ne? Also er vergiftet mir halt die Einheit, das ist mir aber scheißegal. Also das ist halt ein. Die ist jetzt nicht so, als wäre die so wichtig, ne? So, einen Grimms bitte. Einmal Grimms auf die Hand, dankeschön. Und geläutert wirst natürlich du. Alles gönnen. So. Ja. Und auf Gildenhilfe kann ich mich immer noch nächste Runde verlassen, ne? Von daher, gar kein Thema. Alles ganz gediegen und easy. Er hat Maral. Schlecht. In my trade. I am a great artist. Ich glaube, Maral muss tatsächlich sterben, bevor hier was anderes passiert. Ja. Das hat mich jetzt natürlich eine Runde bei Gildenelf gekostet, aber das ist jetzt kein Weltuntergang, ganz ehrlich. Beziehungsweise hat es gar nicht, ne? Bullshit. Nur ich habe ungern nochmal ein extra Gift auf der Hand. Aber ich denke mal, er wird kein Gift auf der Hand haben jetzt noch. Ich meine, normalerweise, du hast Maral und Masken, weil das sind viermal Gift, das wird einem wohl reichen, ne? Bring die ruhig um, die Krähen, oder das ist gar kein Problem. Ja, das ist gar kein Thema. Die kommt einfach direkt wieder, das ist völlig, völlig easy. So, hat sich ehrlich gelohnt, die letzte Runde. Moisek kommt dahin. Moisek nimmt Freyas Segen. Da schauen wir die hin. Da ist die Krähenmutter wieder. Freyas Segen holt die Krähen-Druiden und die Krähen buffen sich einmal hoch. Und das machen wir
Bock auf die Creme, oder? Das hat sich ja gelohnt, das die wegzuhauen. Jetzt ist er wieder da mit 6 Punkten mehr. Schmerzhaft, schmerzhaft. Man munkelt, dass sowas doof ist. Ja, easy. Ja, damit kann ich halt immer noch trotzdem einmal... Beziehungsweise nicht unbedingt, ne? Krieg ich die weg mit irgendwas? Ah, eine gegnerische Einheit. Was passiert, wenn ich die Leute? Der Effekt bleibt da, oder? Ich weiß es halt nicht. Ja, ich... Ich spiele die mal aus. Schieß den mal einen runter. So. Mal schauen, was passiert. Ja, er wird ja jetzt eine vergiften können von den beiden. Der wird wahrscheinlich den, wahrscheinlich Grimis nehmen und von der Hand noch die andere vergiften, aber das ist... Ja, oder so. Das wird jetzt Grimis treffen. Oder so. Und dann würde das Gift jetzt Grimis treffen. Aber okay, ist auch noch in Ordnung. Ist alles noch rausholbar. Südale, du schießt mir den mal einmal an. Du gibst dem eine Blutung. Schiffe haben wir ja nicht mehr im Deck, leider. Nächste Runde nochmal schießen. Kräuter Vorkörner wieder hochheilen auf schöne 8 Punkte. Krähenmutter. Okay, jetzt wird's eng. Jetzt wird es eng. So, 8 Punkte. Ich glaube, der ist sich relativ sicher. Aber ich habe halt die einzigen beiden Karten, die ich jetzt noch, die mich jetzt noch retten können auf der Hand, ne? Das ist schlecht. Je nachdem, was er jetzt zieht, kann das ganz schön schlecht sein. Ja, Krähenmutter logischerweise. Blöder Gedanke, natürlich COD. Ja, ist fast egal, welchen ich anvisiere. Wir nehmen trotzdem mal die alte. So. Du kriegst auch noch einen Schaden da hinten. Du kriegst noch einen Schaden. Und jetzt holen wir uns die Runde. So einfach läuft das nämlich. Und dann haben wir die Siegesserie. Kriegen zwei Teile aus dem Mosaik. Und dadurch kommen wir auch tatsächlich einen Rang höher.